Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Weiter geht's, wir sind hier bei diesem Frachter gelandet. Diesem riesigen Frachtflugzeug. Ich habe mein Inventar zwischenzeitlich noch ein bisschen aufgeräumt. Kann jetzt wieder herumtollen wie ein kleines Kind. Und leider ist mir noch aufgefallen, als ich auf die Karte geschaut habe, die ich ja habe, dass wir ein paar Raritäten übersehen haben bei den anderen Orten, wo wir durchgefahren sind. Im Tunnel zum Beispiel gibt es was zu sammeln. Okay. Ich flieg. Hier bei diesem Frachtflugzeug gibt es, glaube ich, nichts. Wenn ich das richtig gesehen habe. Aber da drüben dieser NCPD-Auftrag. Ja, die Raritäten würde ich dann wahrscheinlich einfach offline sammeln. Und zwischen den Folgen. Wenn ich dann nochmal vorbeifahre. Und ich habe versucht, das Hub noch ein bisschen aufzuräumen, damit nicht immer so viel da steht rechts von mir mit dieser Text von der Mission, die ausgewählt ist. Fand ich ein bisschen nervig eigentlich immer. Und am liebsten hätte ich auch eine Mod, die das hart ausschalten kann. Gibt es zwar, aber irgendwie funktionieren die auf der neuesten Version nicht. Ein bisschen schade ist. Das war's. Nice. 10 von 10 einfach. Mehr Specials. Autsch, 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 autsch. Ein schön violette Sachen. Zum Beispiel, irgendwo habe ich gelesen, man muss in ein Auto ansteigen, damit man es dann in der Garage hat. Deshalb steige ich jetzt einfach hier in die Autos hinein. Vielleicht bekommt man ja eins. So in die Garage. Aber hier offensichtlich nicht. Aber was ist hier passiert? Nee, man. Haben wir den Splitter bekommen oder nicht? Wenn ja, wo wär's? Ich finde die Übersicht hier so unübersichtlich. Archiviertes Gespräch. Hat das jetzt damit zu tun, dass ich die, dass ich das hart ausgeschaltet habe? Könnte möglich sein. Aber auf jeden Fall haben wir das.
erledigt. Ist allerdings hier auf der Karte bei mir gar nicht eingezeichnet. Wir können hier noch kurz hinfahren. Da drüben. Da gibt es noch was. Und hier in diesem Gebiet. Und eigentlich eben auch hier gibt es zwei verschiedene Sachen. Ja, eben, ich weiß, es ist ein bisschen eigentlich cheaten. Kann man so oder so. Jetzt ist es Splitter. Das war doch der. Sagst du noch was zu meinem Treffen? Welchem Treffen? Du weißt es noch nicht. Nein, aber im Büro ist auch die Hölle los. Check gerade erst die E-Mails. Scheiße, siehst du meine? Was hast du gemacht? Mich mit Manuel Mendoza getroffen. Fuck, das warst du? Hast du den Verstand verloren? Hey, du warst nicht dort. Du hast die Scheiße nicht gesehen. All die Leichen. Der Konzern hat mit meinem Leben gespielt. Aber wegen Koch meinen Arm verloren. Verdammt. Joom. Jetzt muss ich denen sagen, dass du es warst, sonst fällt das auch auf mich zurück. Klar, Feigling, ich komme ja sowieso nicht zurück. Ich bin raus. Wo? Okay, hier runter ist nicht so schlau zu gehen. Okay, eigentlich wieder zurück auf die Straße da hinten. Wir klappen kurz all die Raritäten ab, die ich jetzt übersehen habe, vielleicht. Ist das hier auch noch was? Auch was. Ein Splitter, Bier. Was ist denn das Komisches? Okay, I see. Ich stell das Hut hier doch wieder an. Unbekannt und Isao Suzuki. Hab O'Brien im Blick. Sende meinen Standort. Bleib dort. Lass ihn nicht aus den Augen. Okay. Jetzt ist er beim Abendbrot. Abendbrot mit Frau und Kind. Wird wohl noch eine Weile dauern. Alles klar. Unsere Jooms sind so gut wie da. Wann bekomme ich meine Eddies? Hast sie mir versprochen. Seit wann werden Spitzeln der Wichse bezahlt? Kannst du mir das mal verraten? Aber ich helfe dir. Das muss doch was wert sein. Naja, okay, ich brauche es eh nicht. Wirklich, will ja keinen Ärger. Ich verarsch dich doch nur, Alter. Du kriegst ein Netz. Kein Stress. Oh Mann, ich bin voll drauf reingefallen. Okay, wieso wird jetzt nichts mehr angezeigt? Benzinkanister. Ja. Und? Was bringt mir das? Nix. Nix. Nein, gar nix. No, it's Radio Pepcak. Listen and observe. Jetzt noch gerade hinten hin, wo das Licht scheint.
Das sieht sehr interessant aus. Was haben wir hier? Erstmal einen Wohnwagen. Okay. Aber rein kommt man nicht. Der ist offen. Zum Glück haben wir hier jetzt unsere coole Taschenlampe. In sowas hätten sie ruhig auch ins Spiel einbauen können. Sie haben mir echt nicht mehr angezeigt, was ich hier aufnehme. Das sind Puppen, oder? What the hell ist das denn bitte? Das Wasser, Schlamm? Schlamm. Alter. Ziemlich creepy. What? Schön Thumbnail. Aber was hier passiert ist, oder warum das hier ist, verrat uns nichts. Wir haben hier keinen Hinweis. Irgendwas. Was ein bisschen komisch ist, ehrlich gesagt. Und wir absolut keinen Hinweis dazu haben. Aber auf jeden Fall stehen Kameras hier. Und da habe ich jetzt wieder was aufgesammelt, das nicht angezeigt wurde. Natürlich. An die Darsteller und Crew von Hell Lake 3. In tiefer Trauer gebe ich bekannt, dass 24 Frames per Second Studios sein Betrieb mit sofortiger Wirkung vollständig einstellt. Grund für diese schwierige Entscheidung ist der Rückzug eines unserer größten Sponsoren. Constitutional Arms. Sämtliche Lohnzahlungen werden aufgrund unserer finanziellen Insolvenz. Sorry, bis auf weiteres ausgesetzt. Hits wie You Whisper, Ice Cream, Corpse Mountain 1 and 2, Reservations of Revenge und Hell Lake 1, 2 haben uns berühmt gemacht. Aufgrund der aktuellen Umstände sind wir leider auch gezwungen, die Dreharbeiten zur heiß ersehnten Fortsetzung Hell Lake 3 zu unterbrechen. Sämtliches Eigentum von 24 Frames per Second Studios, wie Filmequipment, Kulissen etc. muss am Drehort verbleiben. Sofern möglich, werde ich einen Abtransport arrangieren. Zuletzt noch eine Bitte an euch alle. Halt den Kopf hoch und bleibt so fantastisch und kreativ. Wir schaffen das, Freunde. Kevin Fraser, CEO, 40 Frames per Second. Okay, das war dann also wirklich ein Filmset. Interesting. Interesting. Finden wir vielleicht noch andere Filmsets von 24 Frames per Second Studios? Oder noch weitere Hinweise? Ich weiß ja zumindest, dass es hier im Cyberpunk auch wirklich Filmstudios gibt. Könnte möglich sein, dass man noch mehr Sachen findet. Und wir haben noch was anderes zu finden hier unten. Genau, ich glaube bei diesem Haus hier. Okay, da ist gerade... Trauma-Team weggeflogen.
Okay. Oh, fuck. Ja, irgendwas zu sagen dazu, Johnny? Ja, das sieht mir auch nach einem Filmset aus, wenn ich ehrlich bin. Security you can trust. Das Auto kann ich nicht aufmachen. Und das sieht mir nach dem Wraith aus von der Sixth Street. Was ist eigentlich jetzt hier mit meinem Hut los? Ich glaube, ich muss mal kurz laden. Ja. Wir sehen uns gleich wieder. Schau mir das in der nächsten Folge an. Bis zum nächsten Mal hier bei Cyberpunk 2077. Tschüss. Johnny, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.